Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2. Wir sind gerade hier immer noch auf dem Schiff, auf dem Segelschiff von Team Plasma und haben am Ende noch gegen Ikoromos gekämpft, der sich, wie wir erfahren haben, auf Team Plasmas Seite gestellt hat. Er will irgendwie das Potenzial der Pokémon komplett ausschöpfen, egal mit welchen Mitteln. Aber die Mittel, die er verwendet, sind überhaupt nicht in Ordnung. Aber naja, daher haben wir gegen ihn gekämpft, wir haben gewonnen. Es war sehr, sehr schwer, weil es wurden nur Stahl-Elektro-Pokémon eingesetzt, die Schweber hatten. Bedeutet, wir konnten mit Bodenattacken nichts machen. Unsere einzige Möglichkeit war immer Feuer mit Finn. Nur er war bei vielen Attacken leider sehr, sehr schnell down. Und generell, es gab hier und da ein paar Probleme. Wir haben es letztendlich geschafft und jetzt geht's weiter. Stark! Du bist ein starker Trainer, deswegen beantworte mir diese Frage. Möchtest du durch das gegenseitige Verständnis mit deinem Pokémon-Team noch höher hinaus? Na, warum nicht? Ich stehe. Deine Antwort ist der Wunsch, den ich mir erfüllen möchte. Du bist wahrlich davon überzeugt. Durch Zuwendung erlangst du deinem Pokémon-Team seine Kräfte. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber um Pokémon stärker zu machen, ist mir jedes Mittel recht. Und das ist das, was überhaupt nicht in Ordnung geht, ist... dass ihm jedes Mittel recht ist. Egal, ob andere dadurch Nachteil erleiden. So, wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn Pokémon durch die Interaktion mit ihren Trainern nicht mehr stärker werden, scheue ich nicht davor zurück, ihnen durch herzlose, wissenschaftliche Methoden ihre Kräfte zu entlocken. Und ja, gut, da brauche ich nichts zu sagen. Doch du hast mir eine andere Möglichkeit gezeigt. Der Ausgang des Kampfes zwischen Team Plasma und dir soll für mich darüber entscheiden, wie sich die Beziehung zwischen Menschen und Pokémon fortan gestalten soll. Nun, wo soll es sich entscheiden? Ich würde dir, lieber Chromos, mal lieber raten, deinen Kopf anzuschalten. Weil für irgendwas muss doch das Ding da oben doch gut sein bei dir, oder nicht? Nutze das Teleportfeld auf der anderen Seite des Raums, in dem Kyurem gefangen gehalten wird. Nun denn, viel Glück. Frage? Werden wir jetzt gegen Kyurem, also werden wir Kyurem jetzt versuchen zu fangen? Habe ich Hyperbälle genug? Ich weiß nicht, ob ich letztens wieder welche gekauft habe. Wir schauen da Hyperball. Gut. Das sieht doch gut aus. Allerdings ist mein Team komplett geschwächt. Oh ja. Aber trotzdem gehen wir erstmal zum Teleporter. Vielleicht müssen wir nicht gegen ihn kämpfen. Ich weiß es nicht. Wäre noch gut, wenn jemand unsere Pokémon heilt. Warte, irgendeinen Knopf sollte ich drücken. Und wie hinter. Keine Ahnung. Was? Du hast Ikoromos besiegt? Ich habe mich zwar aufgeführt, als wäre ich super stark, aber ich habe gar keine Pokémon dabei. Der hat Schiss bekommen? Jetzt geht's hier weiter. Moment mal. Wer ist das? Dieser verfluchte Ikoromos. Wer ist das? Ich habe ihn zum Anführer von Plasma gemacht. Aber er ist einfach zu sehr Wissenschaftler. Seine intellektuelle Neugier zu befriedigen ist ihm wichtiger als unsere ehrbare Mission. Du kannst dich glücklich schätzen. Du allein bist das Publikum für meine nächste Ansprache. Mit dem Wissen und der Technologie von Team Plasma werden wir den Kyurem schlummernde Kraft maximieren und die ganze Einall-Region einfrieren. Die Menschen und Pokémon an ganz Einall werden in Angst und Schrecken verfallen und vor Team Plasma, nein, vor mir, im Staub kriechen. Wer ist das? Kyurem ist nur eine leere Hülle. Die Überrest des Pokémon, das sich in Rashiram und Zekrom geteilt hat. Mein Bestreben ist es, die totale Kontrolle über Einall zu erlangen. Diese leere Hülle werde ich mit meinen Ambitionen füllen. Das ist dieser Jesus, von dem wir schon öfters gehört haben. Es ist Jesus. Kyurem wurde in Position gebracht. Es ist soweit. Die Zeit für meine uneingeschränkte Herrschaft über Einall ist gekommen. Den Rest überlasse ich euch. Es geht hier noch weiter. Ich dachte, wir sind am Ende, aber nee. Auch Retro.
Moment mal, du gehörst zum Funzio, oder? Erzähl mir etwas über das Fililu, das in Ventura City gestohlen wurde. Meinst du das hier? Dieses Pokémon haben wir vor 5 Jahren in Ventura City gestohlen. Ich bin sicher, es ist das Pokémon, was du suchst. Aber jetzt wird es nur noch auf meine Befehle. Das ist das Schicksal von Pokémon, die in einem Pokéball gefangen gehalten werden. Was sagst du da? Ich glaube, ich spinne. Dieses Pokémon gehört dir nicht. Pokémon können einem wirklich leid tun. Sie werden von Pokébällen beherrscht und müssen tun, was ihre Trainer ihnen sagen. Wenn dann nur Meister Jesus' Plan, einem Pokémon die Freiheit zu schenken, vor 2 Jahren Erfolg gehabt hätte, dann wären so viele Pokémon gerettet worden. Und dieses Cleopatra, ist es wohl noch ein Fililu, was sein Pokémon befreit worden wäre, wäre es vielleicht zu euch zurückgekommen. Ja. Hey, du da. Ich lasse nicht zu, dass du Meister Jesus störst. Nein, wir haben unser Pokémon gar nicht geheilt. Oh, wir werden jetzt richtig ins kalte Wasser geschleudert. Mit 3 Pokémon als Gegner. Ja, die Andri. Okay. Ist nicht so schlimm. Wir kriegen das hin. Finn ist noch mit halbem KP, glaube ich. Ich glaube, ich wiederbelebe. Obwohl, René ist noch da. Dann werde ich einen Supertrank für Finn nehmen. Dass Finn erstmal ein paar KP wieder hat. Und als Backup habe ich noch René. Ja, es war klar, dass irgendwie Finn oder irgendeine aktive Attacke eingesetzt wird. Ich hoffe, dass Finn als erstes angreift. Komm, Finn. Shit. Oh, Metallklaue, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. So, René, komm du. René sollte er schaffen. So, was haben wir noch? Irgendwie was Besseres? Oh, was nicht so stark ist wie ein Hypertrank? Na gut, setzen wir den Hypertrank ein. Pech gehabt. Natürlich darf jetzt hier nix, kein Betrug passieren. Weil wenn René down ist, sind wir alle down. So, Fußkick. Oh. Initiative wurde gesenkt, das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Okay, Volltreffer, sehr schön, René. Absolut, komm, weiter. Wir können ja nicht mehr entscheiden, ob wir jetzt noch wechseln wollen. Das ist noch ungewohnt. Aber weiter angreifen. Sind nur ordentlich Pokémon anscheinend. Naja, sind wir mit Kampf hier gut dran. Okay. Vorsicht, er hat seinen Angriff erhöht. Schlitzern macht nicht so viel Schaden. Boah, aber trotzdem. Na gut, der Angriff wurde halt stark erhöht. Gut, dass es kein Volltreffer war. Level 50 für René. Unser erstes Pokémon auf Level 50. Ja, geil. So, wer wird eingesetzt? Ach, nochmal Gladiantri. Gut, man. Was wird erhöht? Angriff, glaube ich, oder? Stark oder normal? Normal, okay. Und Genauigkeit. Okay. René hat es geschafft, wunderbar. Mit Finn, das war ein guter Versuch, aber ja, leider nicht ganz so hingehauen. Du bist noch nicht fertig mit uns. Jetzt heile ich mal unsere Pokémon besser. Wir haben nur noch 9 Beleber. Ich werde jetzt nicht jeden heilen. Wen könnte ich denn gut gebrauchen? Ich könnte... Luke und Michelle und Jonas. Ich wollte zuerst Finn, aber Finn hat keine AP mehr oder kaum noch AP. Daher macht das dann da keinen Sinn. So. Tut mir leid, ich bin ganz durcheinander. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe es endlich gefunden, aber er starrt mich so böse an. Warum? Ich dachte, René, Retro kann mir noch ein bisschen helfen. Das ist nichts Persönliches. Ich tue das, wenn Meister schießt es. Ja, die wollen wirklich kämpfen. Boah. Und man kriegt ja nicht mal eine Heilung oder so. Das ist schon krass. Wenn man nicht genügend Items dabei hat, ist man hier ordentlich aufgeschmissen. So, Gladiantri. Komm, Luke. Donnerblitz.
Ich glaube, nicht sehr effektiv sein, aber vielleicht schafft es Luke trotzdem. Ah doch, ist normal effektiv. Wunderbar. Level 50 auch für Luke. Hydragil. Das hat mir jetzt nichts... Was, wer war das nochmal? Was ist das für ein Vieh? Hydragil. Käfer. Okay, anscheinend ein Käfer-Pokémon. Uiuiui, ich mach das viel Schaden. Boah, sehr, sehr schön, Luke. Boah, komm jetzt hier schon ein bisschen durcheinander. Sehr, sehr schön, Luke. Von Gladiantri. Ich muss, Luke auswechseln. Zu Michelle. Erdkräfter. Jetzt können wir mit Michelle hier auch was machen, war ja im letzten Part nicht so. Durch das ganze Schwebegedöns. Die Schwebefähigkeit der gegnerischen Pokémon. Sonst wäre es im letzten Part auch einfacher geworden. Selbst wenn ich verliere, musst du noch an Meister Jesus vorbei. Ja, na toll. Das sieht auch sehr, sehr gut für uns aus, nicht? So, nochmal ein paar Supertränke hier. Noch einer. Ich pack mal jemanden anderen nach vorne. Am besten vielleicht mal Michelle. Könnte natürlich auch Finn und Nico mal komplett heilen, aber bei Finn macht das sowieso keinen Sinn. Ja, bei Finn keinen Sinn. Hahaha. Man weiß sich das rein vielleicht. Ach, genau. Er hat halt keine AP mehr. Und bestellt auch die Beleber jetzt hier sparen. Die könnten wir später noch gut gebrauchen. So, Erdkräfte. Gut, aber wenn man so bedenkt, nachher bei der Pokémon-Liga sind wir auch auf uns alleine gestellt. Da haben wir halt auch keinen Arzt oder keine Pflegerin und keinen zweiten Mate. Barnett, okay. Barnett. Theoretisch könnte Michelle... Ja, Michelle, bleib du mal. Ich glaube nur vom Typ Geist, wenn ich mich recht erinnere. Haben wir einfach mal Erdkräfte. Okay, hat kein Spielbo oder so. Hätte ja sein können, weil Geist-Pokémon könnten ja auch mal so fliegen. Dunkelklaue sollte jetzt nicht so viel Schaden machen, hoffe ich. Na, ach, natürlich ein Volltreffer, natürlich. Jonas. Das war jetzt ein Pech mit dem Volltreffer. Aber ich merke auch wieder, dass die Level der Gegner angestiegen ist. Und zwar sowas an angestiegen sind, ist wie auch immer. So, noch ein Gladiantri. Ja gut, Michelle ist jetzt besiegt. Na ja, toll. Machen wir mal mit Jonas weiter. Ich hoffe, er kriegt das hin. Laubklinge. Michelle werde ich auf jeden Fall dann wiederbeleben. Nach dem Kampf. Ja, erhöht den Angriff. Ich mache mal einrollen. Erhöhe ich auch mal den Angriff und gleichzeitig die Verteidigung. Dann ist das wieder auf einem normalen Niveau. Oh, Schlitzer. Das kann viel Schaden machen. Okay, tut es aber nicht. Und wir haben außerdem jetzt einen höheren Angriff. Bedeutet, wir sollten das Gladiantri jetzt auch besiegen. Wunderbar. Oh, fast Level 49 für Jonas. Schade. Na gut so. Wir möchten nur, dass die Welt so ist, wie sie sich Meister Jesus wünscht. Das macht nichts. Du kannst sowieso nur dabei zu sehen, wie Jesus mit Kyons Kraft einfriert. Mehr nicht. Du kannst dieses Pokémon zurückhaben. Wenn Meister Jesus Plan aufgeht, habe ich sowieso keine Verwendung mehr dafür. Sag mal, Dennis. Wenn wir zulassen, dass Team Plasma seinen Plan in die Tat umsetzt, dann wird es noch viel mehr traurige Pokémon wie Philo und Kyon geben, nicht wahr? Das stimmt. So, wir gehen gleich mal. Obwohl, von dort kommen wir, oder? Genau, von dort kommen wir. Dann schnell wieder zurück. Falschen Weg gelaufen. Wo geht's jetzt lang? Lol, wir sind gelandet. Oh ne, das ist generell. Ausstieg?
Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das ist ein anderer Ort, glaube ich. Aber warum sind wir plötzlich draußen? Was ist das hier für eine Höhle? Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, hier waren wir doch schon. Irgendwie kommt mir das auch so unbekannt. Hä? Da unten ist ein Item. Dieser Ort ist mir kommt. Hä? Ich bin sehr verwirrt. Warum geht's denn hier raus? Moment mal, hier gibt's Schalter. Die habe ich ja komplett übersehen. Kann die Stimmen der Mitglieder von Deep Plasma anhören? Nee, sind doch keine Schalter, ich dachte. Egal, wo ich drauf drücke. Ja, da müssen wir wohl raus. Gibt ja keinen anderen Weg. Gut, gehen wir nochmal hier zurück. Ich muss leider hier solche Umwege gehen, weil ich hier lang schlittere. Ich kann, während wir schlittern, leider nicht bestimmen, wo ich... Oder ich kann halt nicht die Richtung wechseln währenddessen. Wie kommt man eigentlich da runter? Da muss es doch einen Trick geben. Oder nicht? Ja, da gibt es auch einen Trick. Oder? Nee. Weiß ich jetzt nicht. So, dort unten waren wir, da ging es nicht weiter. Ja, dann gehen wir nochmal hier hoch. Diese komische Höhle hier rein. Setze mal einen Topschutz ein, weil ich habe jetzt keine Lust auf wilde Pokémon. Ah, Topschutz, Topschutz. Mal weiter oben. Da. Ah, davon haben wir noch sehr, sehr viel. Da passt das ja. Okay, diese Höhle ist mir komplett unbekannt. Da schießt es. Ah, die Riesengrotte. An diesem besonderen Ort entfalten Kyurems schier grenzlose Kräfte ihre zerstörerische Macht wie nirgendwo sonst. Hier wird es ihm ein leichtes sein, ein All bis auf den letzten Grashalm in ewiges Eis zu hin, sämtliches Leben zum Erliegen zu bringen. Komm jetzt zu mir, Kyurem. Ach du Scheiße, das sieht gigantisch aus, ja? Eine schmachvolle Erinnerung verfolgt mich und lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Und dieser hochmütige Ausdruck in deinen Augen ist wie Salz in meiner Wunde. Dennoch Ehre, wem Ehre gebührt. Dafür, dass du es bisher geschafft hast, steht dir ein anerkanntes Geschenk zu. Ich werde dich zu Eis gefrieren, auf dass du kühlen Kopfes einen als letzten Stündlein beiwohnen kannst. Kyurem, los, setze Eiszeit ein! Was passiert hier? Untergangsstimmung macht sich breit, habe ich das Gefühl. Komm, Kreuzdonner! Hä? Ach, wen haben wir denn hier? Ein Scheußer in Menschengestalt ohne einen Funken Menschlichkeit im Leibe. Sei mir gegrüßt. N. Oh, jetzt treffen wir auch noch diesen N. Ja, moin! Sekrom hat mir berichtet, dass Kyurem unsägliche Qualen erleidet. Ich kann einfach nicht tatenlos zusehen, wie selbstsüchtige Menschen Pokémon aus Eigennutz ausbeuten. Und außerdem liegt mir das Schicksal einer als am Herzen, denn dieser Ort war es, der mich lehrte, ein Mensch zu sein.
Dort ließ mich die Eintracht erkennen, die aus dem friedvollen Nebeneinander von Menschen und Pokémon erwächst. Alle Pokémon und Menschen zu beschützen, die diesen wundervollen Ort ihr Zuhause nennen, ist meine Pflicht. Alle Achtung, in dir lodert ja doch das Feuer der Leidenschaft und Entschlossenheit. Also war die noble Erziehung, die ich dir einzig zu dem Zweck habe, angedeihen lassen, dass du eines Tages den Thron besteigen mögest, vielleicht doch keine vergebene Liebesmühe. Und doch ist mein Herz voll Bitterkeit und Gram und hält die Erinnerungen daran wach, wie du mich hintergangen und meine Pläne durchkreuzt hast. Und das nach allem, was ich für dich getan habe. Denn war ich es nicht, der dich im Wald aufgelesen hat, wo du mit wilden Pokémon gehaust hattest? War ich es nicht, der dir Obdach, Erziehung und Führung zuteil werden ließ? Hätte mir zugestanden, mich dank deiner Kräfte zum Herrscher über ein All aufzuschwingen. In meiner schier endlosen Gutherzigkeit möchte ich dir jedoch auch diesen Verrat verzeihen. Schließlich warst du gütig genug, sei kaum zu mir zu führen, und diesem Pokémon ist es nun einmal möglich, auch die dickste Eisschicht zum Bersten zu bringen. Mir bleibt somit die Mühe erspart, mich selbst auf die Suche nach ihm zu begeben. Andererseits muss ich dir gestehen, dass ich keinen Augenblick daran gezweifelt habe, dass du hier erscheinen würdest, sobald du die Veränderungen bemerkt hättest, die unser eisiger Angriff auf Twindrake City hervorgerufen hatte. Dein eiskaltes mathematisches Kalkül widert mich zutiefst an. Damit kommst du nicht durch, hörst du? Was scheren mich deine Befindlichkeiten? Der Kraft dieses DNA-Kalts hast du ohnehin nichts entgegenzusetzen. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Aber es sieht mega geil aus. Nein! Ups, sorry. Das ist Zekrom! Cure, absorbiere Zekrom. Los, Absorptionsfusion. Oh. Eine Fusion zweier Pokémon. Aber das kommt ja der Quadratur des Kreises gleich. Na, damals war es mein Anliegen, dich zu meinem willenlosen Werkzeug zu machen und so das tumbe Gemüt des einfachen Volkes derart zu täuschen, dass es sich bereitwillig unter mein Joch fügen würde.
Nur leider wurde mein vortrefflicher Plan ja von dir zunichte gemacht. Doch was soll mich Vergangenes noch grämen? Mithilfe der unbändigen Kraft, die mir dieses Mal gehorcht, werde ich mir ein All mit Gewalt untertan machen. Greifst du jetzt die Tragweite deines Entschlusses, mir damals nicht Gefolgschaft geleistet zu haben? Wärst du über deinen Schatten gesprungen, hättest dich zum König krönen lassen, wäre ein All von Zerstörungen verschont geblieben. Aber es hat halt nicht sein sollen. Wohlan, junger Trainer. Diesmal wird dir allerdings niemand zu Hilfe eilen. Um die Angelegenheit jedoch etwas spannender zu gestalten, würde ich zu gerne mit ansehen, wie du es wohl anstellst, dieses Kyurem aufzuhalten. Und wie es dann hier weitergeht, das seht ihr an im nächsten Part. Ich bin sehr doll gespannt. Ich hoffe, ihr auch.